Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Ja, wie schon beim letzten Mal angekündigt. Was macht meine Leiste wieder da? So, müssen wir, ja. Müssen wir jetzt nochmal ein bisschen Stein holen, Ressourcen kloppen und ich glaube, dafür nehmen wir uns tatsächlich mal hier diese ganz banalen, einfachen Steine vor. Mit der neuen Picke geht das ja relativ flott. Während da drinnen noch alles einschmilzt. Clay und ich glaube, es werden sogar noch ein paar Eisengitter hergestellt. So, und dann. Seit wann stehen ja da drüben so viele Bäume rum? Habe ich die beim letzten Mal gepflanzt? Kann das sein? Muss ja, weil die alle so in Reihe und Glied stehen. Ja, tatsächlich. Holz, brauchen wir eigentlich Holz? Für die Decke dann höchstens, ne? Bauwerkzeuge. Bergbauwerkzeuge, so. Was habe ich jetzt eigentlich? Da wollte ich rein. 22 Punkte wieder zu vergeben. Hm. 22 Punkte. Hm. Irgendwie würde ich ja gerne eine Secret Stash, aber. Stahl braucht nämlich auch 15 Punkte und ohne Stahl können wir so viele Dinge nicht herstellen. Ich weiß es nicht. Obwohl, hiermit können wir noch schneller abbauen, aber es sind 20 Punkte. Hm. Battery Bank, ne? Da müssen wir hier dieses komische Ding finden zum Lesen. Wobei das auch merkwürdig ist, dass man da ein Buch für braucht, aber wie hier unten, ne? Das ist ja schon weiß, als könnten wir das herstellen oder irgendwie sowas. Hm, ganz merkwürdig. Ich glaube, ich gehe in Stahlschmied. So, und Secret Stash brauche ich 8 Punkte für, ne? Das ist jetzt doof. Hm. Schneller Eddie. Schatzsucher. Ach nee, komm. Das ist es mir nicht wert. Jetzt können wir also auch Stahl herstellen. April, April, sehr schön. Brauchen wir nur langsam mal einen Crucible für. Der braucht ja auch ganz schön viel Zeit und kostet ja ganz schön viel Geld. Oder, nein, nicht Geld, aber Ressourcen dann doch auch. Und das Schlimme ist, wir brauchen ja zwei davon, weil wir ja mindestens zwei Schmieden aufstellen wollen. Obwohl, da ist die Frage, ob man für Bullet Casings zum Beispiel ein Crucible braucht. Wenn nicht, dann kann man in der einen Schmiede Sand und Brass einschmelzen für ja, Gläser und na, wie heißt es? Patronenhülsen. Da braucht man ja, glaube ich, also wenn man für Patronenhülsen kein Crucible braucht, kein Schmelztiegel, dann müssen wir ja nicht in beiden einen drin haben. Aber ich befürchte tatsächlich, dass wir über kurz oder lang nicht drum rumkommen werden, uns da irgendwie zwei von herzustellen. Aber warten wir mal ab. Lecker Käffchen. Ja, beim letzten Mal haben wir ja irgendwie nicht so viel gemacht. Wir waren ja irgendwie nur nachts dann ein bisschen Sand schippen. Beziehungsweise war das die Folge davor? Ach, ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir noch mal kurz ein bisschen durch die Stadt gefahren, haben uns da ein bisschen umgeguckt. Irgendwie habe ich gedacht, da kommt was. Klang nach Schritten, aber nicht nach einem Schritt, sondern nach wirklich mehreren Schritten. Von daher dachte ich, da kommt wieder die obligatorische und eigentlich auch fast schon erwartete Wanderhorde an, die ich ja beim letzten Mal irgendwie noch so im Folgenende mit drauf hatte. Das ist ja, das hatte mich ja sehr irritiert. Hab sie dann aber einfach mal ziehen lassen, weil wie gesagt, es war nachts und das muss ich jetzt noch nicht haben, mich da irgendwie mit einer laufenden Wanderhorde nachts anzulegen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu ungemütlich. So, wie viel Stein haben wir denn jetzt hier schon mal zusammen? Dann können wir uns noch mal eben schnell den Ledermantel überwerfen. 1400 Stein. Hm, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann können wir da, glaube ich, gleich schon mal wieder mit dem Stein und dem Clay zusammen genügend Cobblestone herstellen. Also genügend
wird es wahrscheinlich nicht sein, aber... Eine ganze Ecke Cobblestone herstellen, dass wir da dann irgendwie jetzt nochmal uns auf den Weg machen können zur Basis, zur neuen Basis, um dann da tatsächlich Zementmischer aufzustellen und dafür brauchen wir ja auch noch Stein, stimmt. Das heißt, ich brauche ja nicht nur Cobble, sondern auch Stein für den Zement. Dafür brauche ich aber auch erstmal Zement. Oh, da waren sie wieder, meine 365.97.000 Probleme. Und ich will doch nur noch kurz die Welt retten, ne? Ach komm, den lassen wir da stehen. Das sieht ja lustig aus. Bin mal gespannt, ob der tatsächlich bis zum Ende da stehen bleibt. Also wenn man den restlichen Stein hier weghackt, ob der dann da wirklich so vor sich hinschwebt, ne? Wir werden es gleich hoffentlich erfahren. Oh, keine Ausdauer mehr. Okay, dann Rezepte machen wir hier nochmal. Ruhig 683. Einfach mal eine schöne krumme Summe. So, dann haben wir noch 900 Steine, 900 Clay. Bisher sieht es so aus, als bleibt er da so hängen. Hm. Dann soll er mal machen. Dann mache ich das jetzt, glaube ich. Also wenn er tatsächlich zum Schluss hier immer noch hängt, dann mache ich das jetzt bei jedem Stein und dann haben wir halt eben überall diese lustigen, nennen wir sie mal Felsendiamanten, die hier so rumhängen. Und dann ist das so. Wenn ich mir unten den Levelbalken angucke, sind wir bald auch schon wieder Level 52. Das geht ja echt schnell. So, dann gehen wir nochmal eben kurz rein. Na? Damit ich nämlich oben... Das ist ja das Doofe. Ich stelle die Schmiede, die Dingens drüben auf. Mal gucken, kriege ich jetzt hier Zement bei raus? Ach so, weil der dafür Steine braucht. Ja, ja, okay. Aber 96 ist ja jetzt irgendwie auch nicht so die Welt, ne? Hm. Aber dann habe ich hier Steine schon mal leer. Das ist ja auch nicht schlecht. Weil dann können wir die ja, was bringt es uns jetzt hier irgendwie Lead und Brass und keine Ahnung was einzuschmelzen. Das kann ja auch mal raus. Messing. Weil wenn sie läuft, dann ist ja kein Problem. Dann können wir hier den Kram auch einfach mal rausziehen. Weil das kann ja dann mit rüber, sozusagen, ne? In die neue, für die neue Schmiede. Dann brauchen wir das hier ja auch nicht mehr einschmelzen. Hat der denn immer so komische Aussetzer zwischendrin? Beziehungsweise kann das ja eher so rum. Aber wir können es auch beides mit rausnehmen. So, dann kann das da schon mal in Ruhe jetzt. Weil dann würde ich nämlich sagen, mache ich das einfach in der neuen Schmiede mit dem Stein anschmelzen und so. Dann brauche ich ja nicht hin und her laufen. Das ist ja total dämlich. Wenn ich dann jetzt hier Stein einschmelze, damit ich da Zement draus machen kann. Und muss dann immer von meiner neuen Behausung zur alten laufen, um da Zement abzuholen, um dann in der neuen Behausung Beton herstellen zu können. Also, nee. Nee. So, dann müssen wir das Feld da drüben auch nochmal irgendwie bei Zeiten abernten. Ich bin schon so halb im Umzugsstress, dabei ist das doch gar nicht so weit. Also, merkwürdig. Hm. So. Der Stein scheint tatsächlich hier so wunderbar. Ja, dann soll er doch. Mach doch. Nee, 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 nee. Das letzte bisschen hier. So. Oh. Kann man da drunter durch eigentlich? Tatsache. Hm. Gut, dann, wenn wir hier schon mal sind. Ist das Clay? Ja. Da ist ja jetzt, da wir diese Behausung über kurz oder lang ja auch aufgeben, kann ich ja auch ruhig vor der Tür schaufeln. Also das Clay. Das macht ja dann auch keinen Unterschied, ob jetzt hier dann ein Loch ist oder nicht. Weil, ne, das habe ich ja nur nicht... Hallo, Hitbox? Das habe ich ja nur nicht machen wollen, damit die Zombies hier nicht drin hängen bleiben und solche Dinge. Aber wenn wir hier eh über kurz oder lang weg sind... Mhm. Da
dann interessiert mich das ja auch nicht, ob wir dann hier Zombies rumhängen haben in den Löchern oder so, ne? Also von daher, das geht ja schön schnell. Und was soll's, Clay können wir immer gebrauchen. In der neuen wie in der alten Schmiede, um Cobblestone herzustellen. Ach ja. Von daher, wenn es doch hier schon mal so bereitwillig herumliegt und ich die Schaufel eh gerade am Start habe und die Ausdauer eigentlich noch ganz gut ausreicht. Na, was ist denn das hier für ein viereckiger Block? Sieht ja seltsam aus. Und zack, Level 52. Ach Gott. 13 Punkte schon wieder. In Rüstungsschmied müsste man eigentlich auch, aber... Man will so viel, man müsste so wenig und ach ja, Secret Stash. Ach komm, ab dafür. Und dann müssen wir eben vor der Horde auch einfach nochmal zum Händler gehen und mal gucken, ob der dann jetzt vielleicht irgendwas Besseres für uns hat. Ich hoffe, das war kein Fehler. Haben wir 2300, komm jetzt, wo wir sie angebrochen haben, können wir die 3000 auch noch voll machen. Schadet ja nichts. Geht ja doch. Na. Geht ja doch schnell, Mensch. Wenn ich denn treffen würde, was ich treffen will. Mann. Ist das denn hier noch Lehm? Ja. Alter, wie kannst du da drüben bitteschön das Gras treffen? Und Bergbauwerkzeuge gelevelt, sehr schön. Ach, hier kommt jetzt nur noch Erde raus. Ne, die will ich jetzt nicht mitnehmen. Da habe ich keine Lust drauf. Ne, komm. Ja, hier ist jetzt wieder Clay. Muss man darauf achten, dass ich hier wieder stundenlang irgendwas schaufle und feststelle, es war nicht das, was ich haben wollte. So, 3000 Clay. Auch wieder schön. Dann gucken wir doch mal, wie weit die Schmiede hier oben so ist. Die so genüsslich vor sich hin brutzelt. Doof ist natürlich, dass wir hier irgendwie so gar keine... Aber gut, wenn ich nicht da bin, sollte die Kreischerin ja auch keine Action machen. Da kommt das Messing schon mal raus. Das geht ja flott. Ich weiß gar nicht, wie lang das oder wie hoch das stackt. Können wir hier gleich nochmal wieder Eisenstangen anschmeißen. Wow, 8. Woran liegt's? Iron in dem Falle. Also, ne? Von daher, Clay habe ich genug. Eisen ist das, was über kurz oder lang fehlt. Was ist das Geräusch ätzend. Gut, dann hier kommen. Das Maisbrot macht mich auch nicht so wirklich satt, ne? Plus 5, plus 15. Ja, das macht ja plus 60, ne? Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Also komm, essen wir nochmal Maisbrot und können jetzt hier nochmal ein paar Dosen reinklöppeln. 7, 5, 5, 10. Das bringt auch noch Hydrierung. Ach, wann bin ich denn satt geworden? Nur alleine durch die Dose? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wenn du das so möchtest. Gut, dann kommt das jetzt da rein. Ach, Mensch, das Eisen, was ich hier habe, kann ich hier auch nochmal reindrücken. Oh, ätzend. So, und dann auf, zurück zu unserer anderen Behausung, weil wir haben jetzt schon genug Krams dabei. Nach Sprit habe ich jetzt nicht. Ah, da gucken wir lieber nochmal nach. Und ja, ich lasse die Tür jetzt offen, weil ich ja hoffentlich gleich auch wieder weiter kann. Sprit. Ich glaube, ich kann doch hier umwandeln, ne? Rezepte, Benzinkanister. Ah, 600 Sprit. Das ist nicht viel, aber besser als nichts. Oh, schon wieder 12 Uhr hier. Dazu. Na? Hier möchte ich rein. Ich wollte gerade sagen, bringen 600 Sprit nur so wenig, aber doch. So, dann, wo ist denn die... Stopp! Jetzt sind wir wieder absteigen. So, wir müssen jetzt erstmal zur Workbench. Und danach zu unserer Basis.
Wo ist sie denn jetzt hin? Die Workbench. Ach, da drüben. Oh, Vorsicht. Clayloch. Und wieder aufpassen, dass ich da nicht mitten reinfahre in diesen. Was ist da eigentlich für ein ominöses Gebäude mitten im Berg da links? Waren wir da schon? Ich glaube, ne? Huch, bin ich schon dran vorbei? Ach, hier muss ich, hätte ich rechts gemusst. Ach ja. Alter, diese Mini-Bäume, ne? Die sind ja sowas von ätzend. Furchtbar. So, ich steige jetzt hier schon mal vorher ab. Hier habe ich bestimmt schon reingeguckt. Nicht? Hm, viel Plastik. So. Ach ja, komm, wieder zack, ab damit. Zementmischer, guten Tag. Jetzt vielleicht irgendjemand Neues hier. Ne, hier ist ja nichts los. Ich habe irgendein Zombie ächzen hören, das auf jeden Fall, aber... Komische Geräusche sind hier. Hm. Naja, so, Minibike, wo bist du? Und dann hier bitte schön zur neuen Basis hin. Das ist dann in welche Richtung müssen wir denn? Ach, nach hinter uns quasi. Willst du mal... Oh, ist ja Busch. Mitten im Busch geparkt und schon kann man nicht mehr aufsteigen, ne? So. Und da entlang. Win, win. Hui, hui, hui. Guten Morgen. Ja. Tja. Wenn man morgens keinen Kaffee kriegt, ne, dann... So, eigentlich müssten wir doch jetzt so langsam die Basis schon mal sehen können. Oder ist sie hinter dem Berg? Oder auf dem Berg? Oh Gott, Rechner, ist jetzt mal gut hier. Ein Lag nach dem anderen. Das fände ich ja auch nochmal ganz toll, wenn sie das irgendwie in der... in irgendwie einem der nächsten Alphas mal so ein bisschen adressieren würden. So ein bisschen... Ach, da ist sie ja schon. So ein bisschen, Performance-Verbesserungen und sowas. Das wäre, glaube ich, nochmal ganz nett, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie das in Angriff nehmen werden. So. Hast du dich jetzt mal langsam gefangen hier? Ab nach oben. Klappe auf. Ja, der Weg ist noch offen hier. Dann machen wir hier mal wieder zu. Das wäre natürlich auch für mich prädestiniert, hier runterzufallen, ne? So. Da machen wir dann, wo ich davon gerade gesprochen habe, auch nochmal eine... Ach, die kann ich direkt machen. Ach ja, da weiß ich aber nie, warum die gesetzt wird. Das ist leider irgendwie ein bisschen doof und unschön. Deswegen mache ich das lieber mit der Holzklappe und werte sie auf. Weil da weiß ich, warum sie dann sitzt und... Mhm. Jetzt muss ich aufpassen, weil sonst wäre ich auf geschmiedeten Dingen wahrscheinlich hochgegangen. Und hier habe ich wieder nicht genug, war ja klar. So, dann haben wir doch hier mal die Wände. Also, das werden Wände werden. Und jetzt will ich nochmal schnell auf eine von meinen 20 Seiten, die ich hier liegen habe, drauf gucken. Damit ich weiß, wie, wo, was, wer, warum. So, hier vorne ist die Tür. Also noch nicht, aber da kommt sie gleich hin. So. Ja, irgendwann einmal. Dann kommt hier durchgängig so eine Reihe rein. Das gleiche, glaube ich, hier drüben auch. So. Hüpf. Und dann kommt da einer drauf, da einer drauf, da einer drauf. Hier noch einer drauf. So, und das ist jetzt die Außenansicht. Dann kommt hier ein Stein rein, da ein Stein rein. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Das ist hier unten. Da ist keiner. Hier ist einer.
Das ist die Basis und das ist der hier oben drauf. Wie hoch ist denn die Dingens? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, soweit richtig. 4. Dann ist hier nämlich quasi oben. Glaube ich. Ja. Ach, und wir hätten schon wieder 20 Minuten rum. Das ist ja... Es geht immer so verdammt schnell. Aber nichtsdestoweniger, das möchte ich jetzt, glaube ich, hier irgendwie auch nochmal... Oh, das war knapp. So. Und dann kommt hier noch einer rein und da noch einer rein. So. Dann haben wir links wie rechts ist das, glaube ich, hier einmal bis oben hoch. Ja. Dann kommt natürlich unten einmal ringsrum. Diese Grundbasis hier drüben auch wieder. Hoppala. Na. So. Jetzt dürfte mir ja nichts passieren, weil ich ja den Stein im Rücken habe. Ja. Sehr schön. Na, kriege ich das hin, ohne dass ich jetzt hier irgendwie... Das sieht doch gut aus. So, das bleibt aber hier nicht so offen und groß. Und zwar haben wir jetzt hier 1, 2, 1, 2, 3, ja. So, das ist die Seite und die hier drüben wird genauso. Ich bin da ein bisschen, ich will nicht sagen unkreativ, nee, aber das ist, ich mache das sehr ein bisschen symmetrischer. Nicht überall, aber doch ein wenig. So, warte, 1, 2 und dann haben wir 1, 2, 3. Dann haben wir den hier und den hier. Und hier oben. Und diese dort und das da. Und dann kommt der hier noch so rüber. Aufpassen, nirgendwo runterfallen. Habe ich das hier richtig gemacht? Nee, natürlich nicht. Na tolle Wolle. Weil hier ist nämlich, sitzt nämlich noch der. Ja, so viel zu dem Thema. Symmetrisch. Hier kommt ja noch der hin und hier kommt ja noch hier was hin. Das heißt, hier sind es aber, das sind dann sollen ja, ah, da muss der hier hin. Na, na, ach, verflucht. Und der hier kommt weg. Ich will jetzt noch eben, also auch wenn die Folge jetzt wieder länger wird, ich meine gut, ihr findet das ja nicht unbedingt schlimm, wenn die Folge länger wird, aber ne, ich wollte ja eigentlich so ein bisschen darauf achten, dass es nicht mehr ganz so ausartet, aber nichtsdestoweniger. Ja, das möchte ich jetzt mit euch noch eben fertig kriegen und dann zumindest den Zementmischer hinstellen und die beiden Schmieden aufstellen und so, das schadet ja auch nichts. Gut, so, dann wird hier oben, kommt die Dingens noch hoch, hier und da. Na, zu weit weg oder was? Ja, schade. So. Das wäre natürlich auch geil für ein Panoramafenster, aber leider muss ich euch da enttäuschen. Das wird es nicht. So. Dann haben wir hier jetzt... Und ich hoffe, dass ich den nicht alle Nase lang weghauen muss. Den wunderschönen... Landclaim Block. So, das ist der. Der war wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Läutern. Können wir die nämlich auch gleich. Ach ne, da oben kann ja keiner dran, weil hier ist ja die Klappe. Ne? Ja, Aber kriege ich das vielleicht hin, wenn ich jetzt hier. Willst du mal bitte hier irgendwie. Kann ich den hier draufsetzen? Tatsache. Dann kann da oben auch noch eine Leiter ran. Jetzt ist das alles so schön grün hier mit Landclaim-Block und so. Gut, wo ist denn die Mitte? Die Mitte ist hier. Dann müsste das so. Aber jetzt habe ich mich da auch schon wieder verbaut, weil
Echt? Da wollte ich das so haben? Nee, das möchte ich da so nicht haben. So. Zwei Fenster ist ein bisschen wenig. Da brauchen wir noch ein paar mehr. Um genau zu sein, haben wir jetzt hier 3, 6. Ach nee, da sind ja. Da muss ja hier auch noch Block hin, ne? Ja. Oder habe ich es jetzt wieder falsch gemacht? Ich habe es wieder falsch gemacht. Och, bin ich blöd. Och, Leute, warum sagt ihr denn nichts? Ah. So, also habe ich jetzt hoffentlich endlich mal das so richtig. Da haben wir hier 4. Und da sind es dann 8. Na, jetzt mal weggehen. So, hier ist jetzt eine Wand und da ist eine Wand. In der Mitte sind es 3, genau. Das heißt, wir haben 4, 8, 16. Wir sind hier oben, ich glaube 3. 16 und sind 32. 38 Fenster, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Fenster. 38. Und los geht's. So. Weil irgendwie, ja, ich weiß noch nicht, wie gut die Zombies einen dann dadurch sehen können, so mit Licht und sowas, weil im späteren Verlauf muss hier natürlich noch elektrisches Licht in die Bude. Ja, das ist, Fackeln sind schön und gut, die machen auch ein angenehmes Licht, aber wir wollen ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen, ne? Da muss Strom doch auch sein. So, und von daher weiß ich nicht, wie die Zombies einen dann sehen können. Aber nichtsdestoweniger dachte ich mir, komm, wir können ja nicht immer nur in so einem Bunker wohnen. Da muss ein bisschen Licht rein und deswegen gibt es jetzt hier Fenster. Hm? Ja, da habe ich mich ja mal richtig, also vollständig verzählt. Na super. Ah. Danke, Kopf. Schön, dass du, Mann. Gut, so. Eine Tür machen wir jetzt nicht. Aber jetzt kommen erstmal die beiden Forges hier rein und der Zementmischer. So. Und zwar. Hier ist die Tür. Wir gucken in den Raum. Und dann hatte ich mir gedacht, kommt eine Schmiede hier hin. Die andere Schmiede kommt dorthin. Und der Zementmischer. Warte mal, da ist. Wo ist denn die Tür? Dort ist die Tür. Dann kommt der Zementmischer dahin. Tada! Sehr schön, wir haben einen Zementmischer. Und wir können auch sogar immerhin schon 96 mal Beton herstellen. Grandios. Naja, besser als wie nischt. Können wir hier in die Schmiede schon mal den Amboss reinpacken. Und. Na, nee, na. Wie ist denn das bei Zement? Was ist denn da das Verhältnis? 5 Steine? Hm. Gott, oh Gott. Nee, 400 und ein paar zerquetschte Minuten ist mir ein bisschen zu viel. Können wir hier Hälfte machen, dann muss es nicht ganz so lange brennen. Und dann können wir schon mal rumschmelzen hier. Ja, und damit haben wir dann so wunderbar hier unsere beiden Schmieden aufgestellt. Wir machen hier noch eine Tür rein. Obwohl ich glaube, ich habe noch eine bessere Tür in der Basis liegen, in der anderen. Deswegen lassen wir es jetzt einfach mal offen. Und demnächst kommt da hier noch so ein wunderschönes Dach oben drauf. Aber ich glaube, wir können vielleicht von hier drüben mal so ein nettes Foto machen. Das ist zwar jetzt hier nicht. Ich kann ja mal Licht anmachen. Vielleicht, nee. Mit ohne Licht ist dann schöner. Dann haben wir hier unsere wunderbare Basis. Und beim nächsten Mal, ich hätte gerne meine UI wieder. Dankeschön. Beim nächsten Mal werden wir uns dann um die Decke kümmern, noch ein bisschen weiter aufwerten. Und ja, gucken, dass wir da unten schon mal die Eisenstangen reinsetzen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin sage ich mal Tschüssi.